whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich einen Springbank hier auf dem Fass. Und zwar ist das ein 16-jähriger Springbank. Und zwar eine besondere Edition der Local Barley. Local Barley heißt so viel wie lokale Gerste. Und diese Gerste kommt wirklich von der Kintyre-Halbinsel. Und die ist von, das muss ich jetzt ablesen, Lough Machrymore. Wo auch immer das ist, aber es ist auf Kintyre, also auf dieser Halbinsel, die da runtergeht, wenn man von Glasgow hochfährt Richtung Campbelltown. Und Campbelltown liegt dann auf dieser Halbinsel. Ja, das wurde dann da angebaut und bei Springbank wird auch alles 100% selbst gemälzt. Und das auf diese traditionelle alte Art und Weise, wie man sie, wie man so mit diesen Schaufeln kennt, wo der dann ja so das Malz umdreht auf den Malzböden. Wen es interessiert über die Brennerei, ich habe ein Video gedreht, das gibt es hier. Was es bei Springbank noch gibt, ist kein Farbstoff und keine Kühlfilterung. Die haben nicht mal die Anlagen dafür. Also die können gar nicht kühlfiltern, färben, geht relativ einfach. Machen sie aber trotzdem nicht. Also, sehr natürlicher Whisky, lokal, alles aus Schottland. Wasser ist natürlich auch aus Schottland. Das kommt von dem lokalen Loch, nennen sie es auch, lokalen See, der südlich von Springbank liegt. Ich bin hingefahren, sehr matschig, sehr regnerisch an dem Tag gewesen, habe ich leider kein Video drehen können, weil es einfach unmöglich war. Außerdem 54,3%. Und die Flasche ist limitiert auf, diese Abfüllung ist limitiert auf 9000 Flaschen. Und Springbank will damit eine jährliche Serie machen. Ja, genug gesagt. Noch nicht genug gesagt. Denn es muss ja auch irgendwie gelagert werden, was auch immer sehr wichtig ist. Und das ist geschehen in 80% Ex-Bourbon-Fässer und 20% Sherry-Fässer. Also hier, die Schachtel ist irgendwie sehr stabil gebaut hier oben und auch ein bisschen kompliziert zum Aufmachen. Aber ansonsten ist das Ding echt eine schöne Geschichte. Springbank, Campbelltown, explorecampbelltown.com. Ungefärbt, da kann man jetzt auch wirklich eine Aussage drüber machen. Es hat eine ganz nette Farbe. Denn normalerweise, wenn man da einen gefärbten hat, dann weiß man nicht, wie viel da an Chargenausgleich drin ist. Oh, ich habe meine Fingernägel geschnitten. Da muss ich zu Hilfsmitteln greifen. So, jetzt aber. Und die Flasche kommt auch aus Campbelltown. Jetzt, ich weiß nicht, ob die Flasche in Campbelltown produziert wird, wahrscheinlich nicht. Aber sie wurde auf jeden Fall abgefüllt in Campbelltown, denn Springbank füllt auch ab. Wahnsinnig fruchtig. Wahnsinnig fruchtig. Das ist ja normaler Korken. Kann ich jetzt nichts drauf geben, ob das ein normaler Korken ist oder ein Plastikkorken. Das sieht ein wenig komisch aus. Wo ist denn da die Fruchtigkeit hin? Auf jeden Fall sehr schön süßlich. So einen leichten modrigen Geruch. Also da erinnert es mich jetzt schon ein bisschen an die Warehouses, wo ich drin war. Also in der Geschmacksbeschreibung steht salzig drin. Ich finde, Salz riecht nach gar nichts.
wenn dann, es ist eher so ein Salz würde ich dann eher verbinden mit Meergeruch. Und für mich ist es schon, ja, so ein bisschen modrig, ein bisschen Seetang, aber auch so eine Süßlichkeit. Kompliziert. Was ist denn das an Süßlichkeit? Ah, man merkt schon, also da ist mehr Alkohol drin. Jetzt kriege ich langsam ein bisschen Alkohol in die Nase. Ich hätte jetzt noch gesagt, Trockenfrüchte so. Jetzt nicht diese Standard, oh, Pflaumen, Aprikosen, sondern für mich ist es eher so. Was ist denn das? Rosinen? Also so eine leichte Sherry-Note hat man da noch, wenn man sich länger drauf konzentriert. Aber für mich ist es doch, ja, so ein modriger Geruch. Aber gar nicht so unangenehm. Oh. 54% sind doch noch gut spürbar. Salzigkeit und Modrigkeit habe ich jetzt gar nichts mehr. Das ist wirklich so süßlich, leichten Bourbon-Geruch, Geschmack. Das ist eine Heidenote, ja, definitiv. Oh, jetzt macht sich so eine Honignote auch noch hier rund, aber irgendwie nur vorne. Ich probiere jetzt mal ein bisschen Wasser, weil es mir noch ein bisschen stark war. Ganz ehrlich. Hoffentlich habe ich ihn nicht gekillt. Jetzt habe ich diese weniger Süßlichkeit. Das ist komisch, wenn man mal so riecht. Also modrig, ich mag jetzt nichts irgendwie was Modriges riechen, aber hier ist es nur so die Erinnerungen und doch dann relativ angenehm. Also das finde ich immer wieder interessant, wenn man sagt so, oh, altes Leder und Schafswolle und so, ist jetzt nicht drin, also nur mal so getan. Ja, fand ich immer wieder beeindruckend. Im Whisky ist es dann nur so die Erinnerung und dann irgendwie doch irgendwie sehr schön. Wenn man dann so altes Leder so riecht, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Naja, aber hier ist das jetzt erst vermischt, weil jetzt kommt wieder die Süße. Ja. Oh ja, blumig, heilig und dann kommt der Honig. Und ist dann Anklang von Torf auch. Ja, weniger Rauch, sondern so eine medizinische Note. So eine leicht phenolische Note. Gefällt mir aber auch ganz gut hier. Gibt so eine schöne Balance daraus. Ja, gefällt mir ganz gut. Ja, also Flasche gibt es bei uns im Shop. Nicht für immer, weil es ja eine limitierte Abfüllung mit 9000 Flaschen ist. Wie viel da nach Deutschland gekommen ist, weiß ich nicht. Aber wir können uns auf die nächsten Jahre freuen und es wird hoffentlich ein Whisky sein, der bleiben wird. Vielen Dank fürs Zusehen und schauen Sie mal wieder rein.